Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Verdun. Und ich bin heute auf der Seite von die Amerikaner. Bin gespannt, wie es funktioniert. Hab schon länger nicht gespielt. Ich bin ja unter der Woche momentan unterwegs. Deswegen habe ich gerade nicht mehr so viel Übung im Zocken. Weil ich einfach keinen gescheiten PC unterwegs habe, mit dem ich zocken könnte. Und deswegen, wenn ich heute absolut verkacke, bitte nicht zu böse nehmen. Alter, ich werde doch von da hinten geschossen. Wollte gerade sagen. Aber momentan läuft es ja eigentlich ganz gut. Joa, momentan auf der Arbeit ist ganz angenehm, auch mal wieder rauszukommen. Ich war die letzten Wochen, Monate bei uns im Hauptquartier, in Anführungszeichen, im Büro, jetzt immer beim Kunden. Ich bin tatsächlich gar nicht so richtig weg, aber irgendwie dann doch, weil ich fahre jeden Tag mit dem Auto hin und zurück. Das ist immer so ein Weg von 2 Stunden, pendeln 2 Stunden jeden Tag. Also insgesamt 4, ist gar nicht mal so ohne. Mega anstrengend, dafür habe ich einen Leihwagen bekommen. Ist gar nicht so schlecht, da muss ich mein eigenes Auto nicht benutzen und Benzin und Verschleiß verballern. Ich habe einen Volvo V40 bekommen. Ist nicht schlecht, aber ich fahre mein eigenes Auto dann doch ein bisschen lieber. So, super. Voll gut im Giftgas gestartet. Das macht natürlich Spaß. So, erstmal Granate in die Richtung. Keine Ahnung, ob da hinten irgendjemand ist, aber einfach mal ein bisschen Deckungsfeuer geben. Ich bin übrigens leider ein bisschen erkältet, deswegen, wenn ich ab und zu mal zwiegrusten sollte, was ich eigentlich tunlichst vermeiden möchte, dann bitte ich das zu entschuldigen. Aber mir geht's schon besser. Also ich hatte letzte Woche so ein paar Tage, da war ich auch zu Hause. Oder einen Tag besser gesagt zu Hause und dann noch einen halben. Da war echt nicht viel mit mir anzufangen. Mein Hals kratzt noch ein bisschen. Es kann sein, wenn ich mir zwischendurch mal so ein Halslutsch-Salbei-Bonbon reinfahre. Dann bitte nicht böse sein. So. Mein Squad ist mittlerweile voll. Warum ist denn das so unaufgeteilt wieder? Ich verstehe es nicht. Ich habe übrigens angefangen, im deutschen Team zu spielen, oder wie ich da auf dem Server gejoint bin, aber das war so unausgeglichen, das Team. Deswegen bin ich dann doch auf die alliierten Seite gewechselt, die Entente. Weil ich keine Lust hatte, immer zusätzlich irgendwie 10 Sekunden zu warten, also insgesamt dann irgendwie 20, 30 Sekunden, bis ich wieder einsteigen kann. Da hatte ich dann nicht so wirklich Böcke drauf. Scheiße. Gedacht, ich könnte sie kriegen. Fällt gerade auf, dass ich ja auch meine Pistole dabei habe. Die habe ich ja noch gar nicht benutzt. Ist immer wieder ein Segen, wenn man ein Mikro hat, das man ausschalten kann. Ach so. Ah, da fragt gerade mir. Jupp. Da fragt jemand, der Nils Lindner, ob ich gerade aufnehme. Ja, tue ich. Nils Lindner. Gerade überlegen, heißt jemand so bei mir in der Kommentarsektion? Ich glaube nicht. Glaube nicht, bin mir nicht sicher. Aber gut, man muss ja nicht. Man muss ja nicht, auf Steam oder in Verdun heißen, wie im, wie auf YouTube, wäre ja noch schöner. Scheiße, ich habe ihn gesehen, wie er da lag, aber ich wollte ihm eine Granate an die Rübe schmeißen. Kacke. Schade, hätte klappen können. Ich hätte gerne irgendwie ein Scharfschützengewehr gerade. Wen oder was zielt der da? Alter. Ich komme echt immer
zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, ey. Beziehungsweise zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Einfach mal schön im Todeshagel der Artillerie spawnt. Immer wieder ein Spaß. Okay, das ist ein Kollege von uns. Warum erobern wir das hier eigentlich nicht? Also so viele gegnerische Leute. So, looken wir mal drüber. Das wollte ich hier eigentlich gar nicht machen. Ich wollte nicht aufstehen. Alter, das gibt's doch gar nicht. Was für ein verkacktes Pech habe ich denn heute? Das passt schon ganz gut, das Setup. Wobei ich hätte, glaube ich, gerne mehr als eine Granate. Wo laufen die denn lang? So, endlich, ey. Hat jetzt auch mal lang genug gedauert. Ich dachte, da hinten wäre ein Gegner. Bin ich wohl getäuscht. So. Dann schauen wir mal, was hier so vorbeischaut. Sah so aus, als würde einer liegen. Was ist denn für einer? Okay, einer von uns. Ich glaube, hier hinter dem Wägelchen ist das gar nicht mal so schlecht. Scheiße, ich habe den nicht einmal getroffen, den Typen. Nicht ein einziges Mal. Jetzt ist er tot. Ich stehe, glaube ich, tatsächlich außerhalb der Gasreichweite. Finde ich gut. Dann bleibe ich nämlich jetzt hier. Ist ja besser als eine Smoke Grenade. Da hört's Gas auf. Finde ich super. Uiuiui. Auf wen oder was wurde da gerade geschossen? Ist ein Gegner? Warum habe ich denn da gerade keinen Namen gesehen? Okay. Oh, da versucht sich gerade einer durchzurobben. Oh, der ärgert sich jetzt wahrscheinlich grün und blau. Okay, da sehe ich jetzt immer einen Namen. Warum sehe ich bei den Leuten gerade keine Namen? Doch, jetzt bei dem schon. Okay, vielleicht waren sie einfach zu weit weg. Ich habe keinen Dunst. Also doch, ganz viel Dunst habe ich gerade hier, aber da hinten ist noch einer. Meinem Adlerauge entgeht nichts, wobei ich jetzt beim Autofahren auf die Arbeit gemerkt habe, ich brauche eine Brille. Also eine neue Brille. Ich habe ja eine Brille, aber ich brauche eine bessere Brille, stärkere Brille. Aber so wirklich viel habe ich eh nicht. Und Stärke auf der Brille, deswegen alles noch im vertretbaren Bereich. Da habe ich gerade Mündungsfeuer aufblitzen sehen. Da. Seht ihr den? Da ist der Kopf. Na, nicht getroffen. Dann war das Mündungsfeuer doch da oben. Also da habe ich, auf jeden Fall gerade Mündungsfeuer aufblitzen sehen. Da auch. Einfach mal in die Richtung feuern. Ich habe mir übrigens heute Battlefield 1 vorbestellt. Wollte ich nochmal angemerkt haben. Es könnte sogar sein, dass Battlefield 1 schon draußen ist, wenn ihr diese Folge hier seht. Ich nehme heute auf am 15. Oktober. Fuck, vorbeigeschossen. Nein, ich will sicher nicht die Rollen wechseln. Dankeschön. Scheiße, jetzt werde ich beschossen. Nicht genau gesehen von wo. Von dem Kollegen da. Aber ich habe doch gerade so schön den nach vorne geschossen. Nicht getroffen. So, und jetzt dürfen wir angreifen. Das ist gut. Dann gehe ich dieses Mal aber mit der Pistole rein. Gerade ist ein bisschen unflüssig. Der Server laggt ab ein bisschen. Mein PC wird es hoffentlich nicht liegen, ey. So alt ist er jetzt auch noch nicht. Shit! Oh, schade. Da hat er sich aber gut gedreht und dann getroffen.
Drehen und Troffen gibt Träufen. Träufen. So, und jetzt ist irgendwie das gegnerische Team wieder mit weniger Spieler gesegnet. Das heißt, ich muss wieder länger warten. Toll. Oh, das ist einer von uns. Entschuldigung. Ich verstehe das nicht. Gerade sieht man super spät die Namen. Das zackt gerade ein bisschen, muss ich sagen. So, Bereich erobert. Das heißt, wir dürfen schon wieder verteidigen. Toll. Boah. Endlich mal mit der Pistolen-Kill gemacht. Ja, lang genug gedauert. Und mal gucken, ob ich die Runde komplett so eine spiele. Aber wahrscheinlich schon. Ich bin gerade überlegen, ob ich ins gegnerische Team wechseln soll, weil sonst ist das Spiel hier relativ zügig vorbei. Hier, guck mal, dieser ganze Nummer 2-Clan ist da. Nein, keine Ahnung, ob es der ganze ist, aber der Nils ist da auf jeden Fall auch drin. Oh, ein Ziel. Immer schön in die Ferne starren. Wo bewegt sich was? Da. Treffer. Ich weiß nicht, was ich da gerade weggeklickt habe, aber ich habe auch vorsichtshalber mal auf Nein gedrückt. Sehe noch nichts an Bewegung. Da hinten. Oh, krass! Nett. Ah, nee. Das war der. Moment mal. Ich wurde gerade mit einer Artillery Luger erschossen. Von da hinten? Ich glaube nicht. Das glaube ich nicht. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist für die Waffe viel zu krass, die Entfernung. Okay, vom Nils lasse ich mich gerne erschießen. Und jetzt klingelt mein Telefon. Fällt gerade auf, nachdem das Telefon geklingelt hat, habe ich vergessen, mein Handy mein Mikro wieder anzumachen. Ganz groß. Ganz großes Kino. Naja, habt ihr gerade nicht viel verpasst. Ich habe mich nur gefreut. Eins. Oh, krass, schon wieder. Schon wieder gefreiter Squiggles mit einer Artillery Luger. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Wo ist denn der? Ja, aber so gut ist er nicht. 3 zu 8. Ich glaube, ich habe einfach nur ein verdammtes Pech, kann er sein. So, gehen wir erstmal die Seite da wieder aufräumen. Ich glaube,
glaube, da sind zwei, drei durchgebrochen. Ah, da läuft schon wieder einer. Da ist eine Granate, glaube ich, vor mir. Hier, unter mir sogar. Hier liegen so viele Tote rum. Da könnte sich locker einfach einer dazwischen legen und ich würde ihn nicht sehen. Da ist einer. Dachte ich zumindest. Hab ich. Wo ist der zweite? Wo ist der zweite? Da war doch links noch einer. Fuck. Das war wahrscheinlich der. Ja, da steht er hinter dem Baum. Da war doch einer da. Habt ihr nicht gesehen? 555 Punkte, ja, könnte besser sein. Alter. Das ist doch... Was bist du denn für einer? Okay, du bist... Ich sehe die Namen nicht mehr. Das buggt doch hier gerade. Strange shit. Weiß nicht, woran das liegt. Ich mach mal... Keine Ahnung, vielleicht liegt es irgendwie daran, dass die Performance gerade nicht so toll ist. Ich mach mal kurz... Wo ist ein HDR? Mach mal kurz HDR aus. Weil dadurch die Performance viel besser wird. Ich hoffe, dass ich jetzt mehr von den Spielernamen sehen kann. Nicht, dass das am Ende wirklich ein Performance-Problem ist. Ups. Das war nix. Aber für mein Team läuft es ganz gut. Aber gut, die Gegner waren gerade in extremer Unterzahl. Natürlich nicht so ganz fair. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin schon bei Gegnern, oder was? Von wo? Von wo? MG 40 mit. Aha. Wo ist eigentlich hier der Anzeigepunkt für einen Angriff auf der Mitte? Warum gehen wir gerade alle links rein? Angriff! Einfach rein, 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 rein. So, ich bin drin. Will hier irgendwo mal ein Gegner sein. Fuck. Ich wollte gerade anlegen und schießen. Naja. Gewonnen, aber wie gesagt, zwischendurch war es nicht ausgeglichen. Deswegen mit Vorsicht zu genießen. Kurz noch gucken, ob ich irgendeine Medaille bekommen habe. Ich glaube eher nicht. Würde mich wundern. Ah, doch. Höchste Punktzahl des Trupps. Wow. Kann ich mir viel von kaufen. Naja. Das war's für heute, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.